Ich bin, werde sein. Die Revolution wird die Menschheit befreien. Wir gedenken heute den beiden Revolutionären Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die vor 100 Jahren einer rechtsradikalen Mörderbande zum Opfer fielen. Bevor wir jetzt zur nächsten Musikeinlage kommen, würde ich jetzt Ansgar Schmidt hier nach vorne bitten. Ansgar ist Vorsitzender der DKP hier in Münster. Ansgar. Ja, danke, Hannes. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossen und Genossen. Es ist mir eine besondere Ehre, am heutigen Tag, am 15.01.2019, dem 100. Jahrestag der hinterhältigen Ermordung von Rosa und Karl, im Namen der DKP Münster zu sprechen. Mit unserer Teilnahme an dieser Gedenkveranstaltung möchten wir diese beiden großen Freiheitskämpfer ehren und unsere Trauer darüber ausdrücken, dass sie ihren Kampf nicht vollenden konnten. Doch verkünden wir heute auch, wir haben euch nicht vergessen. Wir haben euren Kampf nicht vergessen. Wir setzen ihn fort. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht waren Wortführer der sozialistischen Linken ihrer Zeit. Sie stehen für einen unermüdlichen Einsatz für den Frieden und den fortwährenden Widerstand gegen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Und im Augenblick, als die Sozialdemokratie sich von diesem Ziel abgewendet hat, haben sie die Initiative ergriffen und die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet. Als DKP stehen wir in dieser Tradition. Zu allen Zeiten und an allen Orten treten wir, wie Rosa und Karl, konsequent für Frieden und gegen die Ausbeutung der arbeitenden Menschen durch das Kapital ein. Ich zitiere eine Passage aus dem Redebeitrag von Rosa auf dem Gründungsparteitag der KPD. Frieden bedeutet Weltrevolution des Proletariats. Es gibt keinen anderen Weg, den Frieden wirklich herzustellen und zu sichern, als den Sieg des sozialistischen Proletariats. Oder in Kurzfassung, Sozialismus oder Barbarei. Wäre ich vor 20 Jahren, damals war ich Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft, eingeladen worden, zu ihrem 80. Jahrestag zu sprechen, hätte ich ähnliche Worte gewählt. Denn Rosa und Karl benannten klar und deutlich die Kriegsursachen. Die Gier des Kapitals nach innen und außen. Den Kapitalismus und die gesteigerte Form, den Imperialismus. Der Kapitalismus hat den Krieg als Charakterzug inne, wie die Wolke den Regen. Dieses Erbe von Rosa und Karl am Leben zu erhalten, gab mir schon damals die Kraft für mein Engagement für eine Welt ohne Krieg und Ausbeutung. Heute fehlen jungen Menschen oftmals solche Vorbilder. Aus den Geschichtsbüchern der Schulen sind Rosa und Karl und andere Freiheitskämpfer größtenteils verschwunden oder ihr Wirken wird nur verfälscht dargestellt. Aus der Perspektive derjenigen, die damals wie heute die Revolution und die Arbeiterklasse verraten haben. Dabei sind unsere Herausforderungen als Gewerkschafter ebenso wie als Friedensaktivisten im Wesentlichen die gleichen wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zur Zeit von Rosa und Karl. Sich heute im Sinne von Rosa und Karl zu engagieren, heißt ein klares Nein zur Militarisierung der EU. Ich nenne in diesem Zusammenhang nur den Lissabonner Vertrag von 2007 zur Verpflichtung der gemeinsamen Aufrüstung oder aktuell auch PESCO, November-Dezember 2017 beschlossen, Vereinbarung zu koordinieren, gemeinsamer Aufrüstung. Und ebenso werden Einsatzkräfte auch auf EU-Ebene jenseits der NATO-Strukturen geplant. Wir sagen heute wie Rosa und Karl konsequent Nein zur Aufrüstung und Krieg. Sich heute im Sinne von Rosa und Karl zu engagieren, heißt, gegen Sozialabbau, Bildungsklau und Privatisierung Widerstand zu leisten. Heute im Sinne von Rosa und Karl zu handeln und zu denken, heißt auch, die nicht-militärischen Formen des Imperialismus des 21. Jahrhunderts zu erkennen, vollzogen durch zum Beispiel die EU-Osterweiterung und weitere Assoziierungsabkommen. Das Wirken von Rosa und Karl am Leben zu erhalten, heißt, die Welt zu erkennen und konsequent dem herrschenden Terror dieser Welt entgegenzutreten. Trotz alledem. Schließen möchte ich jetzt aber mit den Worten der heute geehrten Freiheitskämpfer selbst. Denn Karl Liebknecht brachte unsere Haltung im Kampf als Kommunisten schon vor 100 Jahren auf den Punkt. Dieses Zitat hat er an seinem Todestag publiziert. Unser Schiff
zieht seinen geraden Kurs fest und stolz dahin bis zum Ziel. Und ob wir dann noch leben werden, wenn es erreicht wird, leben wird unser Programm. Es wird die Welt der erlösten Menschheit beherrschen, trotz alledem. Und so möge Rosa Luxemburg Recht behalten. Zitat: Ordnung herrscht in Berlin. Ihr stumpfen Schergen, eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd in die Höhe richten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden: Ich war, ich bin, ich werde sein. Danke.